Jedes Jahr begeistern uns Spieleentwickler mit Neuankündigungen für ihre großen Titel. Die meisten erblicken das Licht der Welt, doch einige werden nie erscheinen. Oft werden sie in aller Stille begraben. Online-Welten besucht diesen Friedhof der Videospiele, doch anstatt Blumen niederzulegen, haben wir diese Games ausgegraben. Wir lassen sie für euch wieder auferstehen. Throughout our history, man has crossed great distances on missions of discovery. To explore new lands, uncover new life, and to expand empires. But new worlds of adventure have always been just beneath the surface. We come in peace. Wait, no we don't. Stargate Worlds. Fast jedes kreierte Universum aus der Film-, Spiele- oder einfach aus der Fantasy-Welt hat seinen passenden Hut in Form eines MMOs bekommen. Heutzutage ist es nicht leicht, ein Spiel zu schaffen, das neue Maßstäbe setzt und mehr zu bieten hat, als immer nur Orks, Elfen und Trolle zu prügeln. Gerade in der Filmbranche gibt es noch einiges an Material, was sich als Vorlage für ein gutes MMO herausstellen könnte. Ein riesiges Universum wie Star Wars zum Beispiel wurde schon einmal in Galaxies verwendet, erlebt aber bald mit The Old Republic eine Revolution. Star Trek wagte den Schritt mit Star Trek Online und bald Infinite Space für den Browser. Neben diesen beiden Garanten des Weltraum-Sci-Fi gibt es aber noch einen dritten Mitstreiter, der ebenfalls ein riesiges Universum und ein perfektes Setting für ein Spiel bietet. Stargate. Tja ja, ein MMO war ja schon in Entwicklung und sollte Anfang 2010 erscheinen. Cheyenne Mountain Entertainment sollte der Entwickler dieses Mammutprojekts werden. Kritiker zweifelten stets die Erfahrung des Teams im Bereich von MMOs an und sie sollten auch recht behalten. Es wurde ausgiebig geplant, sogar Mitarbeiter an der Stargate-Serie waren stets vor Ort, um das Entwicklerteam zu unterstützen. Die Unreal 3 Engine und die Servertechnologie von Big World sollten die Pfeiler des Projekts werden. Doch der Pleitegeier kreiste über dem Sterntor. Am 19. Februar letzten Jahres ließ Firefly, damaliger Publisher von Stargate Worlds, verlauten, dass die für die Entwicklung des Online-Rollenspiels Stargate Worlds zuständige Spielschmiede Cheyenne Mountain Entertainment Insolvenz angemeldet hat. Somit bestätigten sich leider die Befürchtungen der Kritiker voll und ganz. So viel erstmal zum Drumherum, nun aber zum Inhalt und darum, wie es sich eigentlich spielen sollte. In Stargate Worlds solltet ihr zwischen den Asgard, Goa'uld, Jafar und Menschen wählen dürfen. Jafar und Menschen werden weiter unterteilt. In Gut und Böse, in loyale und freie Jafar, Mitglieder des Stargate Center und des NID. Weiterhin habt ihr die Wahl zwischen 7 Archetypen, unter anderem Soldat, Archäologe und Asgard. Die Ansicht war, wie für ein MMO typisch, Third Person und ihr hattet ein großzügiges Waffenarsenal zur Auswahl. Maschinengewehr und die bekannte Stabwaffe der Jafar sollten nicht die einzigen sein. Der mäßige Third-Person-Shooter Stargate Resistance, welcher ebenfalls von Cheyenne Mountain Entertainment entwickelt wurde, wurde an Fresh Star übergeben, um es am Leben zu erhalten. Fresh Star selbst kapselte sich damals von Cheyenne Mountain Entertainment ab. Es gibt wohl kaum eine Serie neben Star Trek und anderen Dauerbrennern, die eine so konsequente Fangemeinde wie Stargate hat. Somit wäre auch ein MMORPG mit Sicherheit ein sehr lukratives Geschäft gewesen.